Hallo ihr Lieben, heute häkeln wir zusammen diese wunderschöne Jacke. Und zwar habe ich die Jacke passend zu unserem Kleidchen, was ich vor kurzem auch vorgestellt hatte, gehäkelt. Also ihr könnt das dann wunderbar miteinander kombinieren oder auch das Jäckchen alleine. Auf jeden Fall ist das hier dasselbe Muster. Ja, wir haben auch dieselbe Größe dann hier gehäkelt und zwar Größe 62, 68. Ich gebe euch am besten mal eben die Maße durch. Wir haben hier von Achsel bis Achsel ungefähr 23 cm und eine Länge von der Schulter bis unten hin von ungefähr 27 cm. Ich habe dasselbe Garn verwendet wie bei dem Kleidchen, also ein reines Baumwollgarn, und gehäkelt habe ich mit einer Häkelnadel in der Stärke 3. Das Garn zeige ich euch gleich aber auch nochmal, falls ihr das bei dem Kleidchen noch nicht gesehen habt. Ihr könnt hier natürlich aber auch jedes andere Garn nehmen. Wichtig ist, dass es für Nadelstärke 3 geeignet ist. Ja, was haben wir hier gemacht? Wir haben hier oben angefangen, im Raglan-Stil dann runter gehäkelt, dann dieses wunderschöne Muster und zum Schluss die Ärmchen dran gehäkelt. Ich habe hier ganz schlichte gelbe Knöpfe, einen Tacken dunkler als das Gelb der Jacke. Und ja, also es ist wirklich schnell gehäkelt, finde ich. Das Muster macht sehr viel Spaß zu häkeln. Ihr solltet jetzt vielleicht nicht totale Anfänger hierbei sein, weil man auch die Teilbarkeit beachten muss und so weiter. Aber im Grunde genommen erkläre ich ja Schritt für Schritt alles im Video. Ja, ich würde sagen, wir legen los. Ach so, ein Hinweis wieder noch. Ich hinterlasse euch natürlich auch die Angaben für andere Größen, wie immer in der Infobox. Dafür klickt ihr auf den Titel, dann öffnet sich ein Fenster und dort könnt ihr alles zu dem Stück nachlesen, wie viel Wolle ich benötigt habe und so weiter und so fort. Und wie gesagt, auch alle Angaben zu anderen Kindergrößen. Ja, wir starten jetzt einfach mal. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Häkeln und wir legen los. Für unser Jäckchen passend zu dem Kleidchen häkeln wir mit derselben Wolle und zwar von Hobby Rainbow. Das ist die vierfädige Wolle. Sie besteht auch aus 100% Baumwolle und wir haben hier auf 50 Gramm eine Lauflänge von 170 Metern. Man kann sie in der Waschmaschine waschen und wir häkeln hier mit einer Dreiernadel. Das ist hier die Farbe Nummer 53. Wir starten mit einer Luftmaschenkette und zwar genau wie bei dem Kleidchen mit 53 Luftmaschen. 1, 2, 3, 53 Stück. Wenn wir dann unsere 53 Luftmaschen gehäkelt haben, häkeln wir eine Wendeluftmasche, denn jetzt geht es erstmal mit festen Maschen weiter. Wir überspringen die Wendeluftmasche und gehen in die darauffolgende und häkeln feste Maschen. Masche für Masche, passt auf, dass ihr hier keine überspringt, eine feste Masche und das heißt, am Ende der Luftmaschenkette haben wir dann auch 53 feste Maschen. Wir treffen uns dann gleich am Ende wieder. So, wenn wir unsere 53 festen Maschen gehäkelt haben, dann häkeln wir hier am Ende der Runde eine Wendeluftmasche. Wir wenden unsere Arbeit und häkeln weiterhin feste Maschen. Wir gehen direkt in die erste rein und häkeln hier Masche für Masche unsere festen Maschen und haben dann am Ende der Runde weiterhin 53 feste Maschen. So, ich bin hier kurz vor Ende. Hier kommt unsere letzte feste Masche rein und wir haben wie gesagt weiterhin 53 feste Maschen. So, in der Folgerunde geht es jetzt mit Stäbchen weiter und jetzt häkeln wir auch schon unsere Zunahmestellen für die Raglanschräge. Die Einteilung ist genau wie bei dem Kleidchen, also die Mascheneinteilung, und zwar wir starten hier erstmal mit unserem ersten Randstäbchen. Ich häkel hier erstmal eine feste Masche und zwei Luftmaschen. Man kann auch direkt mit drei Luftmaschen hochgehen. So, und wir benötigen hier jetzt am Anfang 9 Stäbchen. Das ist Stäbchen Nummer 2 und bei Nummer 9 treffen wir uns wieder. So, die 9 Stäbchen sind gehäkelt und jetzt häkeln wir hier 1, 2 Luftmaschen und ein weiteres Stäbchen in dieselbe Einstichstelle. So, das ist dann unser Stäbchen Nummer 1. Jetzt kommt ein Ärmchen und dafür benötigen wir 11 Stäbchen. Also 1 haben wir, dann Nummer 2 und so weiter. Und bei Nummer 11 treffen wir uns wieder.
Unsere 11 Stäbchen sind gehäkelt und wir machen hier wieder dasselbe. Wir häkeln 1, 2 Luftmaschen und wir gehen erneut in dieselbe Einstichstelle. Das ist dann unser Stäbchen Nummer 1. Jetzt kommt der Rücken, das war das Vorderteil, Ärmchen. Und für den Rücken benötigen wir 17. 1 haben wir, Nummer 2, 17 Stück. Bei Stäbchen Nummer 17 machen wir dann die nächste Zunahmestelle und zwar wir häkeln wieder 1, 2 Luftmaschen und wir gehen erneut in dieselbe Einstichstelle und häkeln ein Stäbchen. Das ist wieder Stäbchen Nummer 1 und jetzt benötigen wir wieder 11 Stäbchen für unser zweites Ärmchen. 11 Stück. So, unsere 11 Stäbchen sind gehäkelt und auch hier wieder 2 Luftmaschen und ein weiteres Stäbchen in dieselbe Einstichstelle. Das ist dann wieder unser Stäbchen Nummer 1 und dann müssten jetzt bis zum Schluss 9 Stück Stäbchen übrig sein, genau wie am Anfang. Und wir treffen uns hier am Ende der Runde wieder. So, das sollte dann hier hinten genau hinkommen. Hier kommt das 9. Stäbchen rein, ganz zum Schluss. So beenden wir die Runde. Dann wenden wir unsere Arbeit. Jetzt kommt unser Lochmuster. Wir starten wieder mit unserem Randstäbchen. Wir häkeln ein weiteres Randstäbchen. So, und ab jetzt häkeln wir immer eine Luftmasche. Wir überspringen eine Masche und häkeln ein Stäbchen. Eine Luftmasche, wir überspringen eine Masche und häkeln ein Stäbchen. Eine Luftmasche, wir überspringen eine Masche und häkeln ein Stäbchen. Jetzt sind wir auch schon an der Zunahmestelle. Das machen wir jetzt schon mal zusammen. Wir häkeln wieder eine Luftmasche, also immer die Luftmasche. Jetzt überspringen wir auch diese, gehen direkt in unsere Lücke hinein und häkeln hier 2 Stäbchen, 1 und 2, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. So kommt das dann auch mit dem Muster in den Folgerunden dann immer wieder hin. So. Und auch hier häkeln wir genauso raus, immer wie wir hier reingekommen sind. Das heißt, eine Luftmasche, wir überspringen eine Masche und häkeln ein Stäbchen. Eine Luftmasche, wir überspringen eine Masche und häkeln ein Stäbchen. So, so geht das bis zur nächsten Zunahmestelle und da treffen wir uns gleich. So, hier sollte das dann wieder genauso hinkommen. Wir häkeln wieder unsere Luftmasche. Die Masche hier ist dann noch frei. Wir gehen wieder direkt in die Lücke hinein und häkeln unsere 2 Stäbchen, 1 und 2, direkt hintereinander, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. 1 und 2. So, und auch hier häkeln wir dann so raus, eine Luftmasche, eine Masche freilassen und ein Stäbchen. Den Rest kennt ihr schon, eine Luftmasche, eine freilassen, ein Stäbchen und wir treffen uns an der nächsten Zunahmestelle wieder. So, und auch bei der nächsten Zunahmestelle haben wir dann hier noch die folgende Masche, die dann frei bleibt. Wir häkeln wieder unsere Luftmasche, wir gehen direkt in die Lücke dann rein und häkeln unsere 2 Stäbchen, 1 und 2, 2 Luftmaschen und wieder 2 Stäbchen hier rein. Eine Luftmasche, wir überspringen wieder eine Masche und in die danach wieder ein Stäbchen. Und treffen uns dann hier wieder. So, und auch bei der letzten Zunahmestelle, hier ist noch eine freie Masche. Wir häkeln wieder eine Luftmasche, gehen direkt in die Lücke rein, häkeln unsere 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Wieder eine Luftmasche, denn wir häkeln genauso wieder hier raus. Dann wieder die freilassen, unser Stäbchen. Dann wieder Luftmasche, eine freilassen, ein Stäbchen. Und wir treffen uns kurz vor Ende hier wieder. So, ich bin kurz vor Ende der Runde. Ich habe hier wieder meine Luftmasche gehäkelt, lasse eine Masche frei, habe hier mein Stäbchen. Und hier müsst ihr immer aufpassen, das ist nicht das letzte Stäbchen, sondern hier ist unsere Start-Luftmaschenkette. Hier kommt immer noch ein Stäbchen hinein. Hier schließen wir unsere Runde dann sauber ab. So, wir wenden unsere Arbeit und jetzt in der nächsten Runde häkeln wir einfach nur Stäbchen. Wir häkeln wieder hier unser Randstäbchen. 1, 2, 3.
in jedes Vorstäbchen ein Stäbchen und in jede Lücke ein Stäbchen. Hier ist die erste Lücke, hier kommt auch ein Stäbchen hinein. Da ist mein Vorstäbchen, also ein Stäbchen. In die Lücke kommt wieder ein Stäbchen. So, und wir treffen uns noch einmal hier dann wieder. So, an der Zunahmestelle angekommen, häkeln wir auch hier in unsere Vorstäbchen. Das waren zwei Vorstäbchen, also häkeln wir auch hier in jedes Vorstäbchen ein Stäbchen hinein. So, ihr müsst natürlich aufpassen, dass ihr hier wirklich hier nur eins reinhäkelt und in jedes Vorstäbchen, damit das für die Folgerunde wieder mit dem Muster passt. So, und hier angekommen, häkeln wir wieder in unsere Lücke. Das bleibt jetzt erstmal so. Zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen. So wird jede Zunahmestelle gearbeitet. So, und ihr häkelt dann ganz normal wieder hier raus. Jedes Vorstäbchen ein Stäbchen. Wir hatten hier zwei. Ihr müsst dann immer ein bisschen aufpassen bei dieser Luftmaschenkette und bei der hier hinten. Die könnten so ein bisschen verschwinden. Also nicht vergessen, direkt in die erste und in die letzte Lücke hier, dass da auch die Stäbchen reinkommen. So, das war die Lücke. Dann kommt wieder das Vorstäbchen und so weiter. Ich glaube, das ist jetzt soweit klar. Hier bin ich gerade ein bisschen hängen geblieben. So. Das macht ihr jetzt an jeder Zunahmestelle genauso, wie wir das gerade hier gemacht haben. Also ihr häkelt weiter, Stäbchen, Stäbchen, Stäbchen und so weiter. Und an der Zunahmestelle wieder ihr häkelt bis in das letzte Vorstäbchen und in die Lücke dann wieder zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Hier raus häkeln, hier rein häkeln und nicht vergessen auch in die Lücke. Dann wieder hier in das Vorstäbchen. Das macht ihr an allen Ecken und dann treffen wir uns hier am Ende gleich wieder. So, ich bin hier fast am Ende der Runde angekommen. Ihr denkt auch dran, bis in die allerletzte Vormasche, das heißt hier in unsere Luftmaschenkette rein zu häkeln. Hier kommt das letzte Stäbchen rein. So, und jetzt wiederholt sich alles von hier bis hier oben hin immer wieder. Jetzt kommt wieder unser Lochmuster. Das heißt, wir starten hier mit unseren zwei Randstäbchen. 1, 2, 3, dann ein weiteres Stäbchen. Wir häkeln wieder eine Luftmasche, wir überspringen eine Masche, häkeln ein Stäbchen, eine Luftmasche und überspringen eine Masche und häkeln ein Stäbchen. Und ich würde sagen, wir häkeln mal noch einmal hier bei der Zunahmestelle gemeinsam das Stück und treffen uns dann hier wieder. So, und bei der Zunahmestelle, auch hier kommt das so hin, wir häkeln wieder eine Luftmasche. Hier unten ist diese Masche dann frei. Wir gehen direkt in die Lücke rein, häkeln unsere zwei Stäbchen, 1 und 2, zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen. So, und genauso häkeln wir auch wieder hier raus, eine Luftmasche. Wir überspringen die erste Masche, gehen in die darauffolgende. Wir machen jetzt dasselbe, was wir hier unten gemacht haben. Das wiederholt ihr jetzt immer wieder, bis wir unsere Passe dann die Länge erreicht haben. Also es liegt jetzt bei euch, wie viel Reihen ihr von dem Lochmuster machen möchtet. Ich sage euch gleich Bescheid, wie viel ich mache. Also ich werde es nicht bis unten hin machen, die komplette Passe entlang. Ich denke mal wahrscheinlich noch eine weitere Runde mit Lochmuster, also insgesamt drei. Ich melde mich dann gleich bei euch. Ja, und dann geht's weiter. Jetzt erstmal viel Spaß beim Weiterhäkeln und bis gleich. Ich habe jetzt in unserer Passe drei Reihen mit den Lochmustern gehäkelt und ab jetzt werde ich nur noch Stäbchen weiterhäkeln. Also es geht genauso weiter wie vorher. Wir häkeln in jedes Vorstäbchen ein Stäbchen. So, jetzt haben wir unsere Stäbchen vorgegeben, in jedes Vorstäbchen ein Stäbchen. Und wenn ihr dann hier wieder an die Raglandschräge kommt, an die Zunahmestelle wieder, zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Also es bleibt alles gleich wie vorher auch. In jeder Ecke zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Und das häkeln wir jetzt so lange weiter mit den Stäbchen, bis wir die Höhe der Raglandschräge erreicht haben. Für andere Größen müsst ihr dann eben nachgucken, wie hoch ihr das häkeln müsst. Und ich melde mich gleich wieder bei euch, wenn wir dann die Ärmchen vom Körper hier trennen. Und dann geht es unten am Körper mit dem Muster weiter.
So, ich habe die Höhe der Raglanschräge jetzt hier bei unserem Jäckchen erreicht. Und zwar habe ich ab hier, wo das erste Lochmuster anfängt, bis hier unten hin zwischen 10, ja sogar fast 11 cm. Das heißt, jetzt in der folgenden Runde häkeln wir dann. Wenn ihr dann eure Zentimeterzahl erreicht habt, also für andere Größen müsst ihr natürlich gucken, dann starten wir die Runde wieder und häkeln erstmal bis hierhin, bis zum Loch. Was jetzt wichtig ist in dieser Runde, wir müssen am Ende dieser Runde eine Maschenzahl haben, die teilbar durch 6 ist, plus 3 zusätzlich. Das heißt, wir müssten gleich mal 10 zählen, wenn wir hier ankommen, denn man könnte auch hier dann schon doppeln, zum Beispiel, um diese Zahl zu erreichen. Also ich zeige euch gleich erstmal, was wir hier machen, wie wir hier rüberkommen, wie wir das Ärmchen aussparen. Und wichtig wäre, dass wir dann ganz am Ende der Runde eine Maschenzahl haben, wie gesagt, die teilbar durch 6 ist, plus 3 zusätzliche Maschen. Ich zähle gleich auch mal eben durch. Wir häkeln jetzt erstmal bis hierhin und dann treffen wir uns. So, wenn wir jetzt bis zu der ersten Zunahmestelle gehäkelt haben, dann häkeln wir hier in diese Lücke hinein. So, und jetzt sparen wir unser Ärmchen aus. Das heißt, wir überspringen das ganze Ärmchen und häkeln direkt hier in die nächste Lücke rein. Was jetzt aber an dieser Stelle auch wichtig ist, ihr müsst jetzt einmal alle Stäbchen, die ihr hier gerade häkelt, auch dieses, also alle, die wir hier haben, auch hier die in der Raglanschräge, gleich einmal durchzählen. Denn ihr müsst auf eine Maschenzahl kommen, die teilbar durch 6 ist, plus 3 zusätzliche. Also bei mir ist es jetzt der Fall, ich habe das gerade schon mal hier durchgezählt, wie viel das dann wären. Ich habe am Ende der Runde 103 Stäbchen. 102 ist durch 6 teilbar. Plus 3 zusätzliche wären 105. Ich habe 103, wie gesagt. Das heißt, mir fehlen 2 Stück. Die werde ich jetzt gleich einfach hier irgendwo dazwischen häkeln. Ich könnte zum Beispiel jetzt hier nochmal doppeln und dann gleich hier hinten in der Raglanschräge oder ich könnte hier am Rücken einfach irgendwo doppeln. Wichtig ist, dass wir am Ende, also bei anderen Größen, müsst ihr jetzt einfach eben selber kurz zählen und ihr braucht eine Zahl, die teilbar durch 6 ist, plus 3 zusätzliche. Die Mühe müsst ihr euch dann machen, eben da durchzugucken, durchzuzählen. Und wer jetzt mit mir gleich häkelt, der sollte im Grunde genommen auch nur 2 zunehmen müssen und die verteilt ihr hier im Laufe des Häkelstücks einfach gleichmäßig. So, also wir haben hier rüber gehäkelt und jetzt häkeln wir hier ganz normal weiter, Masche für Masche. Bis zur nächsten Zunahmestelle. Ich überlege mir noch mal eben, wo ich jetzt meine 2 Maschen doppel. Ich denke mal, ich werde jetzt, ach, wir können das auch einfach mal hier machen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel 2 Stäbchen in eine Einstichstelle häkeln und dann mache ich das gleich hier an diesem Ende dann genauso. Dann habe ich das im Rückenbereich verteilt. Vorne kommt dann sowieso noch die Leiste, Knopfleiste. Also das macht nichts, wenn hier hinten jetzt 2 Maschen mehr sind. Und wie gesagt, für andere Größen müsst ihr dann mal eben rechnen. So, wir häkeln jetzt unsere Stäbchen weiter bis zur nächsten Zunahmestelle und hier treffen wir uns nochmal. So, ich habe jetzt hier hinten meine zweite Doppelung vorgenommen und jetzt sind wir hier an der nächsten Zunahmestelle. Das heißt, wir häkeln hier auch wieder in die Lücke ein Stäbchen hinein. Wir überspringen das Ärmchen und häkeln in diese Lücke direkt auch das nächste Stäbchen. So, und dann häkeln wir unsere Stäbchen weiter bis zum Ende der Runde. Und da treffen wir uns gleich wieder und starten mit der Vorbereitung für unser Muster. So, ich bin am Ende der Runde angekommen. Wir haben hier unsere Ärmchen getrennt, eben wie gesagt. Und jetzt ist es wichtig, dass wir unsere Maschenzahl oder eine Maschenzahl haben, die teilbar ist durch 6 plus 3. Also jetzt müssen wir die Zahl haben, denn jetzt bereiten wir hier unser Muster vor. Und zwar, wir starten hier mit unserem Randstäbchen. 1, 2, 3 und ein weiteres. Ich werde hier immer 2 Randstäbchen haben. Dann im Folgenden überspringen wir 1, 2 Maschen. Wir gehen in die dritte
und häkeln ein Stäbchen. Wir häkeln zwei Luftmaschen und ein weiteres Stäbchen in dieselbe Einstichstelle. Wir häkeln im Grunde genommen hier ein V oder ein Dreieck. So, und das wiederholen wir jetzt die ganze Runde. Wir überspringen 1, 2, gehen in die dritte Masche, häkeln ein Stäbchen, zwei Luftmaschen und ein Stäbchen in dieselbe Einstichstelle. Und nochmal. Wir überspringen 1, 2, gehen in die dritte, häkeln ein Stäbchen, zwei Luftmaschen und ein Stäbchen in dieselbe Einstichstelle. So, das machen wir bis zum Ende der Runde. Da treffen wir uns gleich. Das macht ihr auch hier. Hier habt ihr auch die Maschen am Ärmchen vorgegeben. Hier ändert sich nichts. Da macht ihr genau dasselbe. Und wie gesagt, wir treffen uns gleich am Ende wieder. So, und am Ende der Runde sollte das jetzt auch hinkommen. Wir haben auf unsere Teilbarkeit geachtet. Im Grunde genommen bräuchte man hier sogar nur eine Teilbarkeit durch 3, aber für die Folgerunde brauchen wir die durch 6. Deswegen haben wir da auch sofort drauf geachtet. So, und zwar auch hier überspringen wir unsere zwei Maschen und wir haben dann unsere zwei Randstäbchen. 1 und nicht vergessen, hier in die Luftmaschenkette zu häkeln. Und 2. So, dann wenden wir unsere Arbeit. Wir starten dann unsere neue Runde mit unseren zwei Randmaschen. Und zwar hier wieder meine feste Masche, zwei Luftmaschen und ein Stäbchen in die darauffolgende Masche. So, und jetzt kommt in dieses erste Dreieck hier schon ein Fächer rein. Wir häkeln hier eine Luftmasche. Wir häkeln 6 Stäbchen. 1, 2, 3, 4 5 und das 6. So, nach den 6 Stäbchen 2, 4, 6, genau, häkeln wir eine Luftmasche. Also vor diesem Fächer und nach dem Fächer kommt immer eine Luftmasche. Wir springen in das nächste Dreieck und häkeln eine feste Masche. Jetzt kommt wieder eine Luftmasche, wie gesagt, vor und nach dem Fächer. Denn jetzt kommt in das nächste Dreieck wieder ein Fächer. Das heißt 6 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und wieder nach dem Fächer eine Luftmasche. Und wir gehen wieder in das folgende Dreieck und häkeln wieder eine Festmasche. Eine feste Masche, Entschuldigung. So, und das wiederholen wir bis zum runden Ende. Also wieder eine Luftmasche. Ihr dürft die Luftmaschen nicht vergessen. Immer vor und nach dem Fächer. Eine Luftmasche, in das nächste Dreieck 6 Stäbchen. Eine Luftmasche, in das nächste Dreieck eine feste Masche. Eine Luftmasche und so weiter. Diese Schritte wiederholen sich bis zum Ende und da treffen wir uns gleich. Wenn wir dann hier am Ende der Runde angekommen sind, dann häkeln wir zum Schluss, genau wie am Anfang, noch eine Luftmasche und hier unsere zwei Randstäbchen. Also es sollte genauso hinkommen, dass hier in unserem letzten Dreieck ein Fächer reinkommt. So, hier die zwei Randstäbchen, wie gesagt. Dann wenden wir unsere Arbeit und jetzt geht es mit Reliefstäbchen weiter. Und zwar, wir starten wieder mit den zwei Randstäbchen. 1, 2, 3, dann das nächste Stäbchen. So, und in der Runde, wo wir die Reliefstäbchen häkeln, da häkeln wir keine Luftmaschen dazwischen. Also wir gehen jetzt direkt hier in den Fächer rein und häkeln hier um unsere Vorstäbchen drumherum. Wir holen hier den Faden und häkeln einfach ein Stäbchen ab. 1, ihr könnt euch hier schön mit den Fingern behelfen, dann kommt man dazwischen besser zwischen. 2 und 3. So, und wenn wir 3 Stäbchen gehäkelt haben, dann kommt eine Luftmasche und wir häkeln dann die nächsten 3. 1, 2 und Nummer 3. Das heißt, 3 Reliefstäbchen, eine Luftmasche, 3 Reliefstäbchen. Und von der Seite, das ist dann die Außenseite, sieht das so aus. Das hier ist die Außenseite des Jäckchens. So,
und weiter. Wir springen, wie gesagt, jetzt direkt zum nächsten Fächer rüber und häkeln auch hier unsere Reliefstäbchen. Noch nach vorne, genau. So. Eins. Zwei. Dann Nummer 3. Eine Luftmasche und die nächsten 3. 1, 2 und 3. So, das wiederholen wir die ganze Runde entlang, immer wieder direkt zum nächsten Fächer. Dann die Reliefstäbchen, das heißt so nach vorne gebeugt. Nach 3 Stück eine Luftmasche, dann die nächsten 3 und so weiter. Und dann treffen wir uns gleich am Ende der Runde wieder. So, wenn wir dann hier am Ende der Runde sind mit unseren Reliefstäbchen, dann häkeln wir hier wieder unsere 2 Randstäbchen hinein. 1 und 2. Wir wenden unsere Arbeit. Und in dieser Runde sind dann wieder die Fächer dran. So, wir starten wieder mit unseren 2 Randstäbchen, 1, 2, 3, dann das nächste, so, ups, dann häkeln wir wieder eine Luftmasche. Wir gehen jetzt hier zwischen, ihr seht hier jetzt diesen Zwischenraum, hier häkeln wir jetzt immer, wenn die Stäbchen, also wenn die Fächer mit den Stäbchen dran sind, hier häkeln wir immer eine feste Masche hinein. Erst die Luftmasche und hier jetzt eine feste Masche. Eine Luftmasche. Jetzt kommt unser Fächer. Unser Fächer bestehend aus 6 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5, und 6. So, das ist auch unsere Außenseite. Man sieht das jetzt immer hier, wo wir die Fächer häkeln. Das ist unsere Außenseite des Jäckchens. So, nach dem Fächer, vor dem Fächer immer eine Luftmasche. Eine Luftmasche und wir gehen hier zwischen und häkeln eine feste Masche. Wir häkeln wieder eine Luftmasche und wir gehen hier wieder hier zwischen, wo wir die Luftmasche gehäkelt haben. Bei den Reliefstäbchen, wir hatten ja 1, 2, 3 Reliefstäbchen, eine Luftmasche und 3 Reliefstäbchen. Und da, wo die Luftmasche gehäkelt wurde, in diese Lücke häkeln wir wieder unsere 6 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So, unsere 6 Stäbchen sind gehäkelt und nicht vergessen, nach dem Fächer und vor dem Fächer eine Luftmasche. Wir häkeln wieder in dem Zwischenraum hier eine feste Masche, eine Luftmasche und dann kommt wieder unser Fächer hier in die Mitte mit 6 Stäbchen. Nach dem Fächer wieder eine Luftmasche, eine feste Masche hier zwischen, eine Luftmasche und wieder ein Fächer mit 6 Stäbchen. So, das wiederholen wir jetzt die ganze Runde entlang und treffen uns am Ende nochmal wieder. Wenn wir dann hier am Ende der Runde angekommen sind, dann häkeln wir auch hier wieder eine Luftmasche. Wir beenden die Runde genauso, wie wir sie angefangen haben. Wir gehen hier zwischen hier in diese Lücke, häkeln eine feste Masche. Na. Häkeln eine weitere Luftmasche und häkeln hier unsere 2 Randstäbchen. Also hier, wenn wir die Fächer häkeln, auch am Rand. Nach dem Fächer eine Luftmasche und nach der festen Masche eine Luftmasche. So, zum Schluss gehen wir hier in unsere Luftmaschenkette rein, unser 2. Randstäbchen. So, dann wenden wir unsere Arbeit und jetzt kommen wieder die Reliefstäbchen. Das wiederholt sich jetzt immer wieder. Wir starten nochmal gemeinsam. Wir häkeln unsere 2 Randstäbchen, 1, 2, 3, dann das nächste Stäbchen hier in die Vormasche. So, und bei den Reliefstäbchen, wie gesagt, da gehen wir direkt hier rüber zum Fächer und häkeln nach vorne gebeugte
Stäbchen. Hier drumherum, das kennt ihr jetzt schon. Denkt dran, nach drei Stück die Luftmasche zu häkeln. Das ist Nummer 3. Eine Luftmasche und dann die nächsten drei. 1, 2 und 3. Und von hier aus geht es dann direkt. Ups, da bin ich gerade ausgerutscht. So, von hier aus geht es dann direkt in den nächsten Fächer rüber und wieder die 3 Reliefstäbchen, eine Luftmasche und 3 Reliefstäbchen. Ich denke mal, das ist jetzt klar. Jetzt haben wir alle Runden einmal begonnen und einmal abgeschlossen. Und so häkelt ihr jetzt Runde um Runde einmal die Reliefstäbchen und einmal die Fächer hier auf der Außenseite. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir in etwa die Länge des Jäckchens erreicht haben. Dann viel Spaß jetzt beim Weiterhäkeln und bis nachher. So, ich habe jetzt die Länge erreicht des Jäckchens und zwar habe ich jetzt hier insgesamt von der Schulter aus gemessen ungefähr 27 bis 28 cm. Ich sage euch auch mal eben in Runden, nur die Fächer zähle ich jetzt mal, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mit der letzten Kante hier. Ich habe nur die Kanten gezählt. Ich habe jetzt zuletzt auf der Innenseite gehäkelt. Das heißt, ich habe zuletzt jetzt die Reliefstäbchen gehäkelt. Ich wende jetzt meine Arbeit und werde hier im Außenbereich noch einmal feste Maschen häkeln. Ups, da ist mir gerade auch schon die Nadel aus der Hand gefallen. So, und zwar, um feste Maschen zu häkeln, häkeln wir erstmal eine Wendeluftmasche. Also wenn ihr soweit seid, die Länge erreicht habt, auch bei anderen Größen, dann wendet ihr die Arbeit, sodass ihr jetzt im Außenbereich dann weiter häkelt und häkelt dann hier einfach Masche für Masche eine feste Masche. Feste Maschen sollen das werden, genau. So, wir gehen in jede Vormasche, häkeln eine feste Masche und gleich hier in der Mitte hatten wir ja unsere Luftmasche. Da häkeln wir um diese Luftmasche drumherum eine feste Masche. So, und dann wieder in jede Vormasche. Also hier ist das eigentlich selbsterklärend. Jede Vormasche eine feste Masche überall und um die Luftmaschenkette hier auch drumherum eine feste Masche. Und wir treffen uns am Ende der Runde wieder. So, wenn wir dann hier am Ende der Runde sind, wir haben bis in die allerletzte Masche gehäkelt, dann häkeln wir hier eine Wendeluftmasche. Wir häkeln jetzt schon hier an unserer Knopfleiste dran entlang. Und zwar, wir gehen hier nochmal in dieselbe Masche hinein, häkeln hier einmal drumrum, sodass wir hier einmal rumkommen, unsere Wendeluftmasche. So, und jetzt haben wir hier immer unsere Querstäbchen vorgegeben. Ich werde mir heute hier keine Lücke hier drin suchen, sondern ich häkel um das Querstäbchen hier drumherum. Ich gehe immer hier in diese Lücke rein und in jede Lücke häkel ich jetzt 2 feste Maschen. 1, 2, hier ist das nächste. 1, 2, dann kommt das nächste Querstäbchen. 1 und 2. So, also in jede Lücke hier 2 feste Maschen und wir treffen uns dann oben am Ende der Runde wieder. So, ich bin jetzt hier oben fast am Ende der Runde. Hier ist mein letztes Querstäbchen, dann kamen hier die festen Maschen. Hier gehe ich auch nochmal einmal und noch ein letztes Mal ganz hier oben rein. Nochmal 2 feste Maschen. So, hier oben am Ende der Runde häkeln wir eine Wendeluftmasche. Wir wenden unsere Arbeit. Und jetzt, wir sind hier auf der rechten Seite und da es ein Mädchenjäckchen wird, arbeiten wir jetzt schon hier unsere Knopflöcher. So, das heißt, ich häkel jetzt hier nochmal eine feste Masche und dann häkel ich 1, 2 Luftmaschen. Ich überspringe 2 Maschen und gehe in die dritte. So, und jetzt häkeln wir erstmal weiter. Wir haben eine feste Masche dann, 2 feste Maschen, 3 feste Maschen, 4, 5, 6, 7,
8 und jetzt wiederholen wir das nächste Knopfloch, also machen genau dasselbe wie hier oben. Das heißt, wir häkeln wieder 1, 2 Luftmaschen, so viele Luftmaschen, wie man häkelt oder so groß halt, wie das Knopfloch sein soll. So viele Maschen überspringt man dann auch hier unten. Also 2 Luftmaschen hatten wir, also überspringen wir 1, 2 feste Maschen und gehen in die dritte. Hättet ihr 3 Luftmaschen, würdet ihr 3 Maschen hier unten überspringen. So, und wir hatten hier, ich glaube, das waren 8, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, genau. Und jetzt häkeln wir wieder 8. 1, eine haben wir, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Und ich wiederhole das nochmal. Ich werde nur 3 Knöpfe hier oben anbringen. Ich häkle jetzt wieder 1, 2 Luftmaschen, überspringe 2 Maschen hier unten und gehe dann in die dritte. So, und jetzt häkle ich bis unten hin meine festen Maschen. Ihr könntet natürlich auch bis unten hin knüpfen. Dann macht ihr dasselbe bis unten hin. Und wir treffen uns dann, obwohl hier unten ihr häkelt einfach nur bis in die allerletzte Masche. Es ist jetzt hier eigentlich ganz einfach. Ihr häkelt dann eine Wendeluftmasche. Dann wendet ihr und dann häkelt ihr wieder zurück. Und dann treffen wir uns gleich hier vor dem ersten Knopfloch, wenn ihr wieder zurückgehäkelt habt, hier wieder. So, wenn ihr dann hier wieder zurückgehäkelt habt und hier vor dem Knopfloch seid, ihr häkelt bis in die letzte Vormasche und hier gehen wir jetzt einfach um die Luftmaschenkette drumherum. Wir hatten 2 Luftmaschen, also häkeln wir auch 2 feste Maschen. So, dann gehen wir in die nächsten Maschen, in jede Vormasche eine feste Masche. Dasselbe macht ihr beim nächsten Knopfloch, bis in die letzte Vormasche hier häkeln und dann hier drumherum ebenfalls 2 feste Maschen und auch beim letzten und hier oben treffen wir uns wieder. So, wenn wir hier oben angekommen sind, dann häkeln wir in die letzte Masche nochmal eine feste Masche. Wir häkeln hier drumherum, obwohl wir könnten das mal so wie unten machen. Man kann das auch jedes Mal ein bisschen anders machen, als ob wir eine Wendeluftmasche häkeln. Das gibt uns dann nochmal ein bisschen mehr Spielraum und häkeln dann eine feste Masche hier rein. Oder ihr häkelt direkt eine rein. Das könnt ihr so machen eigentlich, wie ihr wollt. Ich mache das mal so und mal so. So, und dann häkeln wir hier oben erstmal weiter am Kragen entlang. Wir werden jetzt hier dran, hier drumherum häkeln. Und zwar jetzt einfach hier, 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 hier. Hier, eigentlich habe ich immer ganz gerne diese Seite als Außenseite mit dieser Kante hier. Das ist aber nicht schlimm, hatte ich ja schon mal gesagt, man kann sowohl die Seite als auch die andere nehmen. Jetzt hat sich das so ergeben, dass diese Seite hier außen ist und das ist auch in Ordnung. So, das sieht man hinterher sowieso nicht mehr. Also ihr häkelt jetzt hier um den Kragen drumherum, Masche für Masche, eine feste Masche und dann treffen wir uns am Ende des Kragens, bevor wir auf der anderen Seite wieder runter häkeln, hier vorne gleich wieder. Wenn wir dann am anderen Ende hier angekommen sind, ihr häkelt wirklich bis in die allerletzte Masche, dann machen wir das hier auch so. Wir häkeln unsere Wendeluftmasche oder direkt hier eine weitere feste Masche hinein. Ich werde jetzt auch diesen Faden hier mit einhäkeln, den lasse ich einfach hier oben drauf mitlaufen. So, und dann gehen wir erst noch hier in die nächste Reihe hier mit festen Maschen. So, das ist dann die zweite und jetzt haben wir wieder hier immer unsere Querstäbchen und um jedes Querstäbchen kommen dann wieder 2 feste Maschen, genau wie wir das auch vorhin gemacht haben. Aber ich muss noch mal eben gucken, ob wir hier noch mal, ich werde hier noch mal eine feste Masche reinhäkeln, so damit ich hier besser hinkomme. So, wie gesagt, das lasse ich hier einfach mitlaufen. So, 1 und 2. Ihr zieht euch das dann auch so ein bisschen zurecht. Hier verteilt das um dieses Querstäbchen. 1 und 2 und so weiter. Und das machen wir bis unten hin. Und den Rest kennt ihr schon. Unten dann bis zum Schluss häkeln, mit einer Wendeluftmasche wenden, wieder hochhäkeln und dann ein drittes Mal wieder zurückhäkeln. Also 3 Runden. 1, 2, 3 und dann treffen wir uns gleich. Wenn wir dann auch hier alle festen Maschen auf der Seite gehäkelt haben, dann schneiden wir hier unseren Faden ab. Das habe ich schon mal gemacht. Wir sichern unsere Arbeit
Und dann geht es jetzt schon mit unseren Ärmchen weiter. So, für unsere Ärmel habe ich mir vorgenommen, auch dasselbe Muster hier zu häkeln. Wenn euch das zu kompliziert ist oder ihr lieber vielleicht auch Stäbchen bevorzugt, dann würdet ihr jetzt hier einfach, ihr müsst gucken, gerade bei anderen Größen, in welchem Verlauf wir jetzt waren. Bei uns ist das so, dass wir jetzt hier im Außenbereich, so sind die Einstichstellen, hier dann neu anmaschen und dann könntet ihr einfach Runde um Runde die Stäbchen häkeln. So, ich möchte aber hier das Muster häkeln, dann bräuchten wir jetzt im Grunde genommen wieder eine Teilbarkeit durch 6. Wenn wir die nicht haben, dann müssen wir die im Laufe der Runde hier anpassen. Also wichtig wäre jetzt, dass wir hier im Außenbereich mit unseren Fächern anfangen und auf der Innenseite dann, wir werden in Hin- und Rückrunden arbeiten. Also ich wende dann immer wieder die Arbeit, damit das Muster auch genauso wie hier aussieht. Und auf der Innenseite häkeln wir dann die Reliefstäbchen. Ich zeige euch das aber. Also bei mir kommt das jetzt zufällig hin. Wenn ihr dieselbe Größe habt, solltet ihr auch hier 42 von diesen Einstichstellen haben. Also 42 Stäbchen im Grunde genommen. Diese Zahl ist teilbar durch 6. Das heißt, wir kommen hier wirklich haargenau hin. Hätte ich das nicht, hätte ich 43, dann würde ich einfach an einer Stelle mal nicht 2, sondern 3 Maschen überspringen. Das sieht man dann hinterher auch nicht. Dann muss man das irgendwie anpassen, indem man etwas überspringt oder mal weniger. Also es kommt darauf an, in welche Richtung man dann näher liegt. Das heißt, ob die Zahl zum Beispiel jetzt bei, hätte ich jetzt 43 Maschen, dann würde ich natürlich auf 42 gehen, dann würde ich eine weniger häkeln. Hätte ich 40 Maschen, dann würde ich dann eine zusätzlich nehmen, dann würde ich natürlich nicht reduzieren. Also so, dass man dann näher an der Zahl ist, die dann durch 6 teilbar ist. Aber wenn ihr gleich mitgehäkelt habt, dann ist das jetzt ganz einfach, dann kommen wir nämlich hier genau hin. So, dafür maschen wir jetzt neu an. Wir nehmen hier eine kleine Schlaufe, gehen hier direkt in die erste Masche. Wir müssen ja von außen an jetzt häkeln und wir starten erstmal mit einer Luftmasche. So, und dann häkeln wir jetzt im Grunde genommen genauso wie wir das hier mit den Fächern gemacht haben. Wir häkeln jetzt hier eine Luftmasche, eine weitere. Wir überspringen 1, 2, also 2 Maschen, wir gehen in die dritte und jetzt häkeln wir unseren Fächer mit 6 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So, wir häkeln wieder eine Luftmasche, wir überspringen wieder 1, 2, gehen in die dritte Masche und häkeln eine feste Masche. So, wir häkeln wieder eine Luftmasche, wir überspringen wieder 1, 2, gehen in die dritte und häkeln wieder einen Fächer. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So, wenn ihr jetzt zum Beispiel hier, ich erkläre das nur mal für andere Größen, wenn ihr keine Zahl habt, die teilbar durch 6 ist, dann reduziert ihr hier die Abstände oder ihr vergrößert die, überspringt dann vielleicht mal 3. Und zwar macht ihr das dann so lange, bis ihr dann, das sieht man hier in der ersten Runde dann nicht, bis ihr dann die Anzahl habt, die durch 6 teilbar ist, damit ihr hier hinten genau hinkommt, dann mit dem Muster. So, aber in unserem Fall passt das jetzt zufällig. 1, 2 überspringen wir. Ich habe wieder die Luftmasche hier gehäkelt und wir gehen wieder in die dritte Masche. Also nur als Beispiel war das gerade, dass ihr dann, wie gesagt, anstatt 2 zum Beispiel mal 3 überspringt. Und so könnt ihr dann die Maschen hier anpassen. So, wieder eine Luftmasche. Und das machen wir jetzt die ganze Runde entlang. Nach der festen Masche, vor der festen Masche immer eine Luftmasche oder vor dem Fächer, nach dem Fächer, könnte man dann auch so sehen. 2 überspringen und in die dritte immer 6 Stäbchen. Und dann treffen wir uns gleich am Ende der Runde wieder.
So, ich bin jetzt hier am Ende unserer Runde und wie gesagt, bei uns kommt das jetzt zufällig genau hin, dass wir hier noch zwei freie Maschen haben. Wenn jetzt bei euch noch hier drei sind, das ist auch nicht schlimm. Ich habe meine Luftmasche schon gehäkelt und hier kommt meine letzte feste Masche rein. So, und jetzt verbinde ich aber auch diese beiden Teile miteinander, sodass wir gleich in Runden, in Hin- und Rückrunden besser gesagt, weiter häkeln können. Wir gehen jetzt hier oder hier in die Luftmasche, könnten wir auch. Ich gehe jetzt hier mal direkt in diese erste Masche mit einer Kettmasche rein und verschließe komplett die Runde. So, dass hier unten so ein kleines Loch entsteht, das ist nicht schlimm, das wird hinterher zugenäht. Wir wenden unsere Arbeit. Jetzt kommt die Runde mit den Reliefstäbchen. Wie gesagt, wir arbeiten in Hin- und Rückrunden. Man kann das auch in Runden machen, aber ich möchte, dass das Muster H genauso ausfällt wie hier. Und hier hatten wir ja auch in Hin- und Rückrunden gearbeitet. Das bedeutet, wir müssen jetzt genau wie an dem Körperteil hier hinten, von hier aus, wir sind jetzt auf der Innenseite des Ärmchens, hier müssen wir jetzt die Stäbchen nach vorne gebeugt häkeln. Das bedeutet, ich gehe erstmal einmal hier so drum mit einer Kettmasche. Dann hole ich mir schon mal für mein erstes Stäbchen schon mal dieses erste Stäbchen nach vorne, denn wir starten ja immer mit 1, 2, 3 Luftmaschen, das ersetzt das erste Stäbchen und wir haben dieses untere schon leicht nach vorne gebeugt durch die Kettmasche, so dass wir hier drumherum gegangen sind. So, und die anderen, das kennt ihr jetzt schon, das ist jetzt genau wie am Körper. Wir häkeln jetzt hier unsere Reliefstäbchen, das ist das zweite dann. Dann kommt das dritte. Nicht vergessen, nach dem dritten wieder unsere Luftmasche. Und dann haben wir ja noch drei Stück. Nummer 2 und Nummer 3. So, wir gucken mal eben von der anderen Seite. Also wir häkeln so hier auch auf der Innenseite und ihr seht, dann bildet sich das Muster genauso ab wie bei dem Rest des Jäckchens. So, und dann, wie gesagt, das kennt ihr von dem Jäckchen, von dem unteren Teil, springen wir einfach hier rüber und häkeln weiter. So, unsere drei. So, ich glaube, das kennt ihr von diesen Runden noch. Ihr häkelt wieder eure drei Reliefstäbchen, eine Luftmasche nicht vergessen und dann die nächsten drei. Und dann immer wieder direkt rüber zum nächsten Fächer. Genau wie vorher auch. Und wir treffen uns dann gleich zum Wenden am Ende der Runde wieder. So, ich bin am Ende der Runde angekommen. Ich habe in dem letzten Fächer hier meine Reliefstäbchen gehäkelt. Hier war unser Start. Vielleicht müsst ihr mal eben so ein bisschen das so rüberziehen, dass ihr das gut erkennen könnt. Wir hatten hier unsere Luftmaschenkette, mit der wir gestartet sind. Ihr geht hier oben in die dritte Luftmasche und verschließt die Runde mit einer Kettmasche. So, wir wenden die Arbeit, denn jetzt geht es wieder im Außenbereich weiter. So, hier müssen wir wieder unsere Fächer häkeln. Das heißt, wir starten hier in dem Zwischenraum direkt mit einer festen Masche. Wir häkeln eine Luftmasche und wir gehen hier in diese Lücke rein und häkeln unsere 6 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So, und dann wieder unsere Luftmasche, unsere feste Masche hier zwischen, also genau wie vorher auch an dem Jäckchen, wieder eine Luftmasche. Und wieder den Fächer mit 6 Stäbchen hier rein. Luftmasche, feste Masche, Luftmasche, 6 Stäbchen wieder hier rein. Das machen wir auch die ganze Runde entlang und wir drehen dann nochmal oder wir wenden nochmal gemeinsam einmal am Ende dieser Runde. Also wir treffen uns gleich hier am Ende wieder. Ich habe die Fächerrunde zu Ende gehäkelt, bin hier am Ende der Runde, häkel hier auch wieder meine Luftmasche und gehe hier in diese erste Masche hier hinein. Und verschließe auch hier die Runde wieder mit einer Kettmasche. So, und wieder wenden wir unsere Arbeit. So, jetzt gehen wir wieder
hier um den Fächer und zwar wieder mit einer Kettmasche. Also das fängt jetzt immer gleich an. Arbeit wenden und wenn die Reliefstäbchen dran sind, müssen wir uns erst hier um diese erste, um das erste Stäbchen mal eben arbeiten. So mit einer Kettmasche, damit das schon mal hier nach vorne gebeugt ist und es folgen die drei Luftmaschen. 1, 2, 3 für unser erstes Stäbchen. So, der Rest ist dann wieder klar. Unsere Reliefstäbchen. 1, also es ist ja das zweite, das dritte. Dann nicht vergessen unsere Luftmasche dazwischen und dann die anderen drei. 1, 2 und 3. So, und wieder springen wir direkt zum nächsten Fächer hier rüber und häkeln genauso weiter. So, so häkelt ihr jetzt Runde für Runde, also in Hin- und Rückrunden. Dann sind die beiden Muster hier genau identisch. Ja, und wenn wir dann die Länge des Ärmchens erreicht haben, dann melde ich mich wieder. Dann machen wir unten noch ein kleines Bündchen. Jetzt viel Spaß beim Rundenhäkeln und bis nachher. So, ich habe jetzt mein Ärmelchen so weit gehäkelt für unsere Größe, dass ich jetzt gleich hier nur noch so ein kleines Bündchen häkeln werde. Und zwar habe ich jetzt hier an Länge, wenn ich ab dem Halsausschnitt genau messe, habe ich dann ungefähr 22 cm und man benötigt, so heißt es, ab Schulter 20 cm. Die habe ich auch in etwa erreicht. Ich sage euch auch mal eben anhand der Muster, wenn ich jetzt hier meine Fächer nur zähle, also die Kanten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mit der allerletzten. So, dann habe ich jetzt zuletzt die Runde mit den Reliefstäbchen von außen gehäkelt und dann geht es jetzt hier auch weiter. So, also wir haben von innen hier zuletzt gehäkelt. Ich glaube, ich hatte mich eben versprochen und gesagt von außen. Wir haben hier wieder unsere Runde beendet, indem wir hier mit einer Luftmasche, mit einer Kettmasche in unsere Luftmaschenkette hier verschlossen haben, dann wenden wir auch hier wieder unsere Arbeit. So, und jetzt hier im Außenbereich häkeln wir nur noch feste Maschen und dabei möchte ich schon ein paar kleine Abnahmen mit einarbeiten. So, wir starten erstmal eine Wendeluftmasche und wir gehen nicht hier direkt rein, sondern wir gehen schon direkt in die nächste Masche. So, ich werde jetzt immer diese Stäbchen vor der Lücke hier überspringen. Das heißt, ich gehe nicht hier rein, sondern ich gehe direkt in die Lücke, häkel hier weiter, hier wieder in die Vormasche, hier in die Vormasche und was ich jetzt hier unten immer überspringen werde, ist dieses Stäbchen. Das überspringe ich einfach und gehe ins nächste. So, immer oben an der Spitze und hier unten, da überspringe ich ein Stäbchen. Also hier oben wieder. Ich bin wieder kurz vor der Lücke, das heißt, diese hier überspringe ich wieder. Ich gehe direkt in die Lücke hinein und ich gehe in das nächste Stäbchen. In das nächste Stäbchen und wir sind wieder hier unten angekommen. Das überspringe ich dann wieder, gehe in das nächste. So, und das machen wir die ganze Runde entlang. Wir überspringen im Grunde genommen immer hier oben ein Stäbchen und hier unten ein Stäbchen. Und wir treffen uns gleich hier am Ende der Runde dann wieder. So, ich bin hier am Ende der Runde jetzt fast angekommen. Ich gehe hier noch in das letzte Stäbchen hinein. Vorstäbchen und verschließe dann die Runde hier mit einer Kettmasche. So, und dann häkle ich noch eine weitere Runde. Also ihr häkelt jetzt noch das Bündchen weiter, so hoch wie ihr das haben möchtet. Also ich häkle hier eine Wendeluftmasche, gehe hier rein und häkle hier feste Maschen. Also wir bleiben jetzt hier im Außenbereich. Ich werde jetzt hier nicht mehr wenden, sondern arbeite jetzt hier so in Runden weiter. Masche für Masche eine feste Masche. Die Abnahmen hatten wir ja gerade schon. Und dann, wenn ihr am Ende der Runde seid, verschließt ihr wieder mit einer Kettmasche, startet wieder mit einer Wendeluftmasche im Grunde genommen und macht dann, wie gesagt, so viele Runden, wie ihr hier unten noch machen möchtet. So, ich habe jetzt meine letzte Runde. Das war die dritte. Wir haben hier mit der ersten angefangen. 1, 2, 3 Runden habe ich gehäkelt, wie gesagt, mit einer Kettmasche wieder verschlossen und wir sichern dann unsere Arbeit. Also ihr macht das natürlich so hoch, wie ihr möchtet. Eventuell noch größer das Bündchen oder vielleicht auch gar nicht so hoch. Ja, und dann verschließt ihr und sichert wieder die Arbeit. Die Fäden werden hier hinterher alle am Innenrand entlang vernäht. Und dann häkelt ihr jetzt das zweite Ärmchen.
nach haargenau derselben Anleitung wie das erste Ärmchen und dann sehen wir uns gleich nach dem zweiten Ärmchen wieder. Dann viel Spaß auch mit dem zweiten Ärmchen. So, wenn wir dann beide Ärmchen gleich gehäkelt haben, dann müssen wir nur noch alle Fäden vernähen, die wir hier haben. Hier unter der Achsel ist so ein kleines Loch entstanden. Man könnte auch denken, dass es fast zum Muster gehört, aber es ist doch ein bisschen groß. Das würde ich bis zur Hälfte auf jeden Fall zunähen. Das macht ihr dann von innen so ein bisschen, wie gesagt, alle Fäden im Innenbereich vernähen. Dann bringen wir nur noch unsere Knöpfe an und dann sehen wir uns gleich ganz zum Schluss nochmal wieder. Ja, wenn wir dann alle Fäden vernäht haben und unsere Knöpfe hier angebracht haben, dann ist unser Jäckchen passend zum Kleidchen fertig. Ich habe hier gelbe Knöpfe, einen kleinen Ton dunkler als die Jacke gewählt, so ganz schlichte, flache. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Häkeln. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, mir einen Daumen hoch zu geben. Ich freue mich über jeden, der mich neu abonniert und wenn ihr dann noch die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr in Zukunft keine weiteren Videos von mir. Dann sage ich nochmal ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!